Cora Schumachers Traum vom Dschungelcamp ist vorbei. Die TV-Bekanntheit bricht nach 3 Tagen die Reality-Show ab. Der Grund? Sie fühlt sich angeschlagen und gesundheitlich nicht fit. Gegenüber Promiflash erklärt sie das so: Wir haben mit allen Mitteln versucht, das in den Griff zu kriegen und die Entscheidung ist mir bei weitem nicht leicht gefallen, aber es nützt doch nichts, wenn ich nur zu 30-40% belastbar bin. Vor ihrem Exit plaudert die Ex von Ralf Schumacher aber ziemlich aus dem Nähkästchen. Unter anderem ist ihre laufende Romanze mit Oliver Pocher Thema. Obwohl der Comedian sich danach verächtlich darüber äußert, sieht Cora noch eine Zukunft mit ihm. Jemand, der Olli datet, der sollte schon wissen, auf was er sich da einlässt und was sein Job ist. Ich mag ihn sehr gern und ich bin nicht böse auf ihn. Der darf mir gerne Blumen schicken oder auch persönlich gern vorbeikommen. Jetzt kuriert sich Cora aber erstmal richtig aus und kann trotzdem stolz auf sich sein, dass sie immerhin ein paar Tage im Dschungelcamp aushält.